So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urheberrecht, und zwar zu einem berühmten Fall, der schon Schulbuchcharakter hat, BGHZ 12966, Mauerbilder. Sie finden den Fall in dem Arbeitspapier 5, Fall 1. Der Fall geht so: Ein Maler malt an die Wand, an die Mauer, Berliner Mauer, ganz schöne Graffiti. Dann werden die Graffitis von seiner Wand, sein Mauerstück, verkauft. Und der Künstler sagt: Wieso kassiere ich eigentlich kein Geld? Diese Mauer, Berliner Mauer, wird für Schweinegeld verkauft und die Kunst auf der Mauer kommt von mir. Und er sagt: Ich will auch Geld sehen, nämlich Schadensersatz. Er klagt ziemlich hoch beim Kammergericht. Da sagen die noch: Keine Chance, Geld zu kriegen. Da Erschöpfung, machen wir gleich. Der BGH gibt dem im Grunde mittelbar recht. Also Fall einfach, brauchen wir kein großes Schema, kein Bildchen, keinen Sachverhalt. Ein Künstler klagt auf Schadensersatz. Sie könnten jetzt den Anspruchsaufbau rausnehmen, der im Internet steht, und den nutzen, das mit Hilfe dieses Anspruchsaufbaus zu lösen. Erstmal, der Anspruch ergibt sich aus Paragraph 97. 97.1. Lesen Sie mal aufmerksam. Der ist wie eine Checkliste aufgebaut. Den kann man lesen wie ein Muster, ein Raster, um alle Urheberrechtsfälle in den Griff zu bekommen. Man muss erst prüfen, liegt ein Urheberrecht oder ein Verwandteschutzrecht vor. Das sind Leistungsschutzrechte. Zweite Frage: Ist das verletzt? Das wäre die Frage: Liegt ein Urheberpersönlichkeitsrecht oder ein Verwertungsrecht vor? Dritte Frage: Widerrechtlich? Gibt es eine Schranke oder einen Vertrag, irgendwas, was ihn legitimiert mit seinem Tun? Vierte Frage: Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und fünfte Frage: Schaden. Hier muss Punkt für Punkt durch. Erstens, man muss in ein Urheberrecht oder ein Leistungsschutzrecht Eingriff haben. Welches Urheberrecht könnte es sein? Müssen gucken. 2.1 Nummer 4 klingt gut. Werk der Kunst. Da muss aber noch zusätzlich erfüllt sein, damit es wirklich ein Werk ist, eine Originalität schütze. Wir haben es hier relativ einfach, denn ich habe Ihnen schon beigebracht: Wir haben schöne Kunst, und da gilt bei schöner Kunst die Vermutung der Schutzfähigkeit, kleine Münze. Ein Minimum an Eigenart ist erforderlich, aber das reicht aus. Also im Zweifel immer geschützt. So, wir haben also ein Werk der Kunst. Ist das verletzt worden? Greift hier ein Urheberpersönlichkeitsrecht oder ein Verwertungsrecht? Da müssen wir feststellen: Urheberpersönlichkeitsrecht wahrscheinlich nicht. Man könnte nur denken an Namensnennung, aber vielleicht hätte ich raufgesprayt auf dem Graffiti. Also das ist nicht das Thema. Aber liegt Ihnen ein Verwertungsrecht vor? 16, 17, 18. Vervielfältigt worden ist es nicht. Aber verkauft. 17. Und der Verkauf unterliegt 17.1. So, dann haben wir also den Verkauf. Wir haben die Rechtsverletzung. Jetzt rechtswidrig.
unbefugt. Gibt es irgendeine Schranke, die ausnahmsweise so einen Verkauf erlaubt? Gucken Sie mal in 17.2. Da steht ein langer Grundsatz. Er heißt Erschöpfungsgrundsatz, hat nichts zu tun mit Ihrem Zustand jetzt, beim Betrachten der Videos. Wer einmal verkauft, kann das weitere Schicksal des verkauften Gutes nicht mehr kontrollieren. First Sale Doctrine, wie es im Amerikanischen heißt. Also, der Grundsatz könnte ja vorliegen. Es steht ja nicht da, wer am Anfang verkauft, verliert die Kontrolle über das verkaufte Gut. Es steht darin Veräußerung. Das wird auch eine Schenkung, ist eine Veräußerung. Ja, denken Sie an den berühmten Abstraktionsgrundsatz. Ja, wir haben auf der dinglichen Ebene auch eine Schenkung, eine Übereignung. Man könnte sich vorstellen, vornehm gesprochen, Angebot zur Übereignung durch Offerta ad incertas personas, also durch eine unbestimmte Zahl der Öffentlichkeit, der bietet den Künstler an, nimm das Mauerstück mit, ich schenk's dir. Und dann würden die anderen es annehmen. Wenn Sie ganz, ganz gut im BGB sind, denken Sie an Dereliktion, 952, glaube ich, ist es. Also, man gibt etwas frei wie Flohmarkt, wie hier auf dem Sperrmüll. So hat das Kammergericht den Fall gelöst und hat gesagt, ja, wenn du das so rausgibst und freigibst für die Öffentlichkeit, bist du selber schuld, du kannst kein Geld verlangen. Der BGH hat gesagt, nee, wir vom BGH sehen das etwas differenzierter. Hat er wirklich gewollt, dass die Öffentlichkeit sein Kulturgut als vogelfrei ansieht und jeder, der eine Chance hat, kann es mitnehmen? Er hat nämlich kein Geld gekriegt. Und der BGH hat nach dem Sinn und Zweck des 17 Absatz 2 gefragt, warum darf man kein Geld verlangen bei 17.2, weil man schon ein Geld bekommen hat. Eine Erstbelohnung ist rausgegangen und man soll nicht zusätzlich dann noch kassieren können. Und der BGH sagt, hier hat aber der Künstler nichts am Anfang bekommen. Deshalb keine Erschöpfung und damit raus. Also es ist rechtswidrig auf jeden Fall. Dann brauchen wir nur noch den Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Da kommt wieder ein Problem. Vorsätzlich kann man ihm wahrscheinlich nicht unterstellen. Aber wie viel muss man von der Rechtsordnung wissen? Wie viel gehört zum Vorwurf der Fahrlässigkeit? Wie weit muss ein Kunsthändler sich informieren über das Urheberrecht? Er muss vollständig Bescheid wissen. Das sagt die Rechtsprechung. Man kann es nicht rausreden und sagen, ach, ich habe keine Lust, mich damit einzulassen, das ist so langweilig, so urheberrecht. Das kann man nicht machen. Damit grundsätzlich Fahrlässigkeit, ja. So, und jetzt die nächste Frage nur. Hier hat ja schon mal ein Berufsgericht entschieden mit drei Richtern, dass das keine Fahrlässigkeit ist, dass es gar kein Verstoß gegen die Rechtsordnung ist. Und der BGH sagt, in solchen Ausnahmefällen, wo ein Instanzgericht sagt, das ist in Ordnung, dann kann man dem Kunsthändler nachher keinen Vorwurf draus drehen, du hast dich fahrlässig falsch verhalten. Also nicht fahrlässig. Kein 97. Aber jetzt kommt der BGH mit der Pointe. Er hat entdeckt, man kann ja noch andere Anspruchsgrundlagen heranziehen für Geld, nämlich Bereicherungsrecht. Oh, da wird es schwer, auch bei Ihnen wahrscheinlich. Paragraph 812 Absatz 1 Satz 1
Entweder erste, wahrscheinlich zweite Alternative. Ich greife ja in ein fremdes Recht ein und kriege dadurch Geld. Und so hat der BGH auch für Anwälte wichtig, eine alternative Geldgrundlage gesehen in dem Hilfsgutachten, im Hilfsvortrag, Hilfsweise 812. Muss man als Anwalt auch möglichst immer vortragen, denn 812 hat einen großen Vorteil, da gelten andere Verjährungsfristen, andere Belegungen, kein Verschuldensvorwurf. Ohne Verschulden kann man Geld verlangen. Also hilfsweise immer 812 mit vorzutragen. Ja, so war der Fall. Also nochmal Fall 5, Arbeitspapier 5, Fall 1. Sie finden weitere Hinweise auf den Lösungspapieren. Viel Spaß mit Ihrem zusätzlichen Wissen.